Wir starten rein in ein Opening von dem guten Justus, aus dessen Account wir heute schon mehrmals, nee, heute nicht, sondern wo wir schon in der Vergangenheit mehrmals dabei waren. 15 Rollen heute für Justus. Der hat bis zu 10 Wunschmonster. 5 davon im Windbereich, 4 davon im Wasserbereich und ein Feuerwunschmonster. Und wir starten jetzt natürlich rein mit den Windrollen, weil da die meisten Wunschmonster am Start sind. Drückt die Daumen für hoffentlich gutes Gelingen für den guten Justus hier im Chat und dann starten wir rein in die 10er Summons und drücken ganz feste die Daumen, dass da eine Tiana dabei ist, weil Tiana hier ein Wunschmonster ist. Erstes Lightning ist kein schlechtes Monster. Der Schokoritter Praline ist einer der, ich habe letztens erst ein Video darüber gemacht gehabt, vor ein paar Wochen war es erst, ne, mittlerweile der Snipe-Gott, kann man sagen. Das Monster, was sehr viele Leute in Belagerungskämpfen benutzen, zum sogenannten Doppelsnipe. Was haben wir hier? Sabrina, die fehlt mir tatsächlich auf meinem Anfänger-Account. Ich habe die Wassertwins bisher noch nicht gezogen, ne? Unglaublich. Und wir haben das erste Lightning. Oh mein Gott, ist das schwer. Kein Wunschmonster, aber doppelneu und beide richtig nice. Uff, ist das eine schwere Entscheidung. Das ist eine schwere Entscheidung. Ich habe fast schon den Eindruck, wir brauchen heute mal den Publikumsjoker. Es sei denn, Justus sagt, ja easy, wir nehmen links oder rechts. Justus sagt rechts. Ich persönlich hätte links gewählt. Also ich habe selber die Adriana, ich habe die schon mal spielen können, die ist ziemlich geil. Die ist ziemlich cool. Ich würde da mit Tiny fast schon mitgehen. Ich hätte auch Adriana gewählt. Dann machen wir rechts, Freunde. Es ist Manon. Links kommt noch, hat er gesagt. Okay. Also Justus ist sich hier sehr sicher. Links kommt noch, hat er gesagt. Wir gehen für rechts. Alles klar, ey, wenn das jetzt passiert, ne, das wäre für YouTube wieder komplett insane. Aber gut, wir machen rechts, links kommt noch. Also ich lese das auch so und denk, wir haben ein Windmonster. Es ist nicht Tiana, es ist Diana. Wie knapp wollen sie an der Tiana vorbei? Ein Buchstaben. Manchmal ist aber auch knapp, ne? Diana. Ist es zweiter Net 5? Ist neu, aber kein Wunschmonster, liebe Freunde. Zweites Net 5. Neues Monster ist Diana. Keine Tiana, aber ja, es ist immer wegen dem Nuschel. Nicht Nuschel so, ne? Diana ist der Akzent, ne? Oh, eine Diana. Oh, hol doch mal die Diana raus hier. Oh, was haben wir hier? Bollwerk Nummer 2. Bollwerk Nummer 2. Wer hat schon ein Bollwerk? Zumindest laut seiner Monstersammlung. Und meine Vermutung, mein Tipp ist, behalte den zweiten. Wenn du Belagerungskampf spielen willst, behalte den zweiten. Gab's nicht, war das bei Ice Age, wo das eine Mammut Manfred hieß? Ich glaube, wir sollten dafür mal eine Petition einlegen bei ComtoAs, dass eins der Mammuts muss Manfred umgenannt werden. Manni war das. Manfred sollte der Name unseres Hundes werden. Jetzt wird's Hermann. Oh, Moment. Wir haben ein doppeltes Net 5. Ich bin hier gerade vom Chat abgelenkt worden. Kennt ihr noch die Cookie Run Kingdom Kollabo? Zu dem Zeitpunkt, wo Cookie Run Kingdom da war, hatte ich ja aus wissenschaftlichen Gründen Cookie Run Kingdom auch mal getestet. Für ein Schulprojekt habe ich dann festgestellt, dass Cookie Run Kingdom einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich es getestet hatte, eine Disney-Kollabo hatte. Wieso können die eine Disney-Kollabo und wir nicht? Schulprojekt, aha, Jana immer. So wie Nike, ne? Nike war auch für ein Schulprojekt. Kann ich jetzt nicht zeigen, ist plus 18 Content, glaube ich. Orakel, das falsche Orakel. Das falsche Orakel, Freunde. Sierra war Wunschmonster. Und wir ziehen Praha. Nächstes Net 5 für Justus. Aber es könnte vielleicht neu sein. Das wissen wir noch nicht. Nee. Insgesamt hatten wir heute 15 Rollen. Also 1515 Rollen. Falls ihr euch das gerade fragt, wie viel hier so am Start war. 1515 Rollen. Und wir ploppen das Blessing. Und es ist schon wieder eine ziemlich anstrengende Combo. Wir haben auf der rechten Seite einen Speedleader und jemand, der Cooldowns resetten kann als neues Monster und links allerdings auch Sibala, der für Kontrollkombination ziemlich gut ist. Beides sehr solide Monster. Ich hätte wieder eine innere, ich will mal nicht zu viel sagen und nicht hier so vor. Justus sagt, I don't know, okay. Wollen wir heute mal den Twitch-Joker spielen lassen? Ich will mal nicht zu viel vorneweg sagen, für was ich mich entscheiden würde, weil damit lenkt man immer schon so ein bisschen. Komm, wir machen mal eine kurze Abstimmung. Wir machen mal eine ganz kurze Abstimmung, Leute. Wen würdet ihr wählen? Sibala oder den Drachen Jamir?
A few moments later. Um die 70, 74 Leute haben sich jetzt schon beteiligt. Danke, dass ihr da so mitmacht, so aktiv. Und es ist 86% von euch sagen Jamir. Darf ich meine Meinung noch kundtun? Ich mach's einfach. Ich frage einfach nicht. Ich hätte Sibala genommen. Aber gut, das muss ihr. Justus, deine Entscheidung. Deine Entscheidung war, yo, mach, also mach heißt Drache, ja? Wir richten uns an den Chat, wir nehmen den Drachen, der sieht gut aus, dann geben wir auf Jamir und haben ein neues Net 5, Freunde. Neues Net 5, allerdings kein Wunschmonster bisher. Und dann gehen wir jetzt mal in die Transrolle rein mit Blessing. Garantiertes Net 5 mit Blessing. Was kommt raus? Kriegen wir ein Wunschmonster? Wir kriegen ein Wunschmonster. Es ist Bastet. Es ist aber schon wieder eine extrem schwere Entscheidung. Theoretisch links auch noch Miles. Aber Wunschmonster war Bastet. Und dementsprechend wird wahrscheinlich auch die Entscheidung auf Bastet gehen. Vermute ich. Wasser, Wüstenkönigin, Bastet wird gewählt. Wunderbar. Wunderbar. Ja, Wunschmonster. Ein Träumchen. Wir starten mit den RDs, Freunde. Drückt jetzt vor allem jetzt die Daumen. Hat doch kein RD-Net 5, ne? Könnt ihr auch mal ein RD-Net 5 ziehen? 48 RDs rein in den Lurch. Let's go. Let's go. Oh, Lightning. Erster Ladekreis. Wenn es der in Dunkel gewesen wäre. Oh, der in Dunkel wäre es gewesen, ne? Aber der in Licht ist leider. Er ist neu wahrscheinlich, aber so richtig toll ist er auch nicht. Vielleicht kommt da bald nächstes Lightning. Was ist hier los? Lichtmond? It was at this moment that he knew. He fucked up. Kontoas, was ist mit euch? Ach, nee. Es tut mir leid, Justus. Die wollen heute nicht. Oh Mann. Komm, und ein Lightning ist da noch drin, oder? Ein Lightning ist da noch drin. Ein Lightning ist noch drin, sage ich. Ja, bitte nicht noch ein Cookie. Ach, das, Gott sei Dank. Aber das ist auch nicht viel besser. Der Dungeon Speed Leader. Oh mein Gott, was sind das für LDs? Kommt, Thomas, was ist mit euch? Oh, noch ein Lightning. Oh, okay. Okay. Now we're talking, okay. Das ist Lea, die Klingentänzerin, most OP LD 4-Star. Wir beschweren uns nicht, come to us. Danke, Senpai, come to us. Ne? Daddy, come to us. Wir lieben dich, natürlich. Oh Mann, I take it, würde ich auch sagen. Ne, Lea, die stößt man nicht von der Bettkante. Was? Das war also, huch. Okay. Können wir kurz mal über die Lightning-Rate jetzt doch nochmal reden zum Ende? Kobold war mal auch nicht so schlecht, by the way. Ist jetzt kein Lea-Niveau. Ich habe ja letztens erst. Vielleicht ist das für Justus interessant. Wir haben ja vor kurzem eine Tierliste gemacht über die 4-Sterne-Monster im Lichtbereich. Du kannst mal gucken, ich glaube, der ist im A-Tier bei mir gelandet, der ist nicht so schlecht. Und deine Lea ist im S-Tier, die spielt in der eigenen Liga. Insane Raids, sehr gute Lightnings. Aber vorher müssen wir uns erstmal um Net 5s kümmern. Justus, du bist noch nicht befreit. Er sagte gerade noch, ich soll bei den 4-Sterne-Monstern aushelfen. Und auf einmal ziehen wir 5-Stars. Das heißt, du bist wieder gefragt. Wir haben den Dämon in der Mitte. Links ist doppelt, sehen wir schon, da ist kein neuer Button dran. Und die Magierin, klare Entscheidung, hier wird sich für rechts entschieden. Dann die Magierin, Momo, nehmen wir die. Ich glaube, die sind so ungefähr auf einem Niveau, oder? Also, da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Nächste Lightning. Oh, ist ein Net 5 Blessing und wow. Das ist ja wie Neo in der Matrix. Du hast gerade zwei Bullets gedodged und die Marsha ist neu. Heilige. Das ist ein sehr gutes Blessing. Also da hat sich diese 9-Jahres-Jubiläumsrolle, das war gerade wie Neo in der Matrix, Junge. Das zack, zack, vorbei und dann die Marsha gezogen. Nice. Na dann, letzte Rolle, einmal rein und einfach noch eine Tiana. Tiana! Ladekreis. Okay. Wir hatten so eine Chance.
so eine Chance auf ein LD-Monster. Und wir kriegen den Dark Robo. Holy shit. Der ist richtig gut. Lol. Alter, hinten raus, ne? Hinten raus hat der Frosch die Locken oder so. Ich weiß es nicht, aber er wild. Letzte Rolle gönnt, muss man sagen. Bis zum Ende spannend hier. Dieses Opening. Robo war die richtige Wahl, wird hier geschrieben. Auf jeden Fall. Robo war die richtige Wahl. Ja. Ist stark.